Ja, HSV-Fans, wir haben ja eben das Spiel gesehen, oder ich habe das Spiel mehr reingezogen hier beim HSV-TV. Das waren ja 3x30 Minuten. In meinen Augen kann ich das nicht bewerten, das Spiel. Also da wurde aus- so und eingewechselt. Nur ich kann natürlich eins sagen zu Daniel Jung: Du hast noch viel Arbeit. Das habe ich so schon gesehen. Auch wenn man da eingewechselt hat und ausgewechselt hat, du hast noch viel Arbeit. Und bitte, bitte, bitte in Österreich, Eckenfreistöße üben, bis sie kotzen. Also die Ecken, das ist ja eine Frechheit. Die haue ich ja noch besser wie ich mit zwei neuen Hüften. Also da muss was passieren. Also die Ecken und Freistöße und natürlich auch eins, wir spielen. Aber gut, man weiß ja natürlich nicht, wenn man das gestern gesehen hat, Sevilla gegen Inter Mailand, das kann man einfach nicht mehr hier vergleichen in Hamburg. Wir müssen kleine Brötchen backen, wir spielen einfach langsamer. Wir spielen einfach langsamer und woher kommt das? Weil Fußball sich zu 70% im Kopf entscheidet. Das dauert mir alles viel zu lange. Aber das sind natürlich jetzt auch Vorbereitungen, Testspiele, da gebe ich persönlich gar nichts drauf. Aber wie gesagt, er hat viel Arbeit, unser Daniel. Und ich nehme an, er wird Österreich nutzen und dann können wir schon mehr sehen. Also diese Sachen, diese Testspiele über 3x30 Minuten, die sagen mir nichts. Aber man muss so ein Ding nicht verlieren. Das war überflüssig wie ein Kopf. Das zweite Tor war geschenkt. Also ich muss schon sagen, es gibt natürlich noch viel Arbeit, Daniel. Aber wie gesagt, dafür bist du hier in Hamburg auch da und dafür verdient ihr alle viel Geld. Haut rein ins Tango. Und dann wollen wir sehen, was in Österreich abgeht. Die beiden Gegner sind ja schon immer hochinteressanter. Ich glaube, ein Holländer, ne? Irgendwie Eindhoven oder ja genau. Und dann nochmal Stuttgart. Und dann können wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Alles klar, ich wünsche euch alles Gute. Also zu solchen Sachen mache ich ja kein Fazit. Das ist mir zu dünn, 3x30 Minuten. Das ist für mich Testspiel und haben ja auch mehr oder weniger ist ein Testspiel. Alle wurde gewechselt, eingewechselt. Aber trotzdem muss ich schon sagen. Auch ein Testspiel, das darfst du nicht verlieren, so leicht und locker. Alles klar, nur der HSV. Schöne Wochenende wünsche ich euch. Haut rein, Jungs. Tschüssi, tschüss.